Ich habe noch nie jemanden getroffen, der nicht gerne mit einem Luxusflugzeug fliegen würde. Normalerweise ist die Lösung einfach. Zahle Unmengen an Geld, reise erster Klasse und genieße alles, womit sie dich verwöhnen. Aber was hältst du von einer Billig-Airline, die Wasserbetten und organisches Essen anbietet? Halt. Wohin gehst du? Nein, du kannst dir kein Ticket für den nächsten Flug kaufen. Schau dir erstmal das hier an. Wir müssen zurück in das Jahr 1973. In diesem Jahr hatte der Selfmade-Millionär Kenneth Moss die Idee einer sehr ungewöhnlichen Fluggesellschaft. Zusammen mit seinem Partner Darcy Flynn investierte er 1,5 Millionen Dollar und ein Jahr Arbeit, um ein Flugzeug sowie die Erlaubnis der Federal Aviation Administration, es gewerblich zu nutzen, zu bekommen. Außerdem brauchte der Geschäftsmann Landegenehmigungen von wichtigen Flughäfen. Unwissend bezüglich der Intrigen rund um den Kauf einer Passagiermaschine wurde Moss um 45.000 Dollar betrogen und verschwendete 125.000 Dollar für ein Flugzeug, das niemals abheben würde. Schließlich ergattete er ein 6 Jahre alt DC-8 für schlappe 750.000 Dollar. Und damit begann der Spaß. Fangen wir von vorne an. Moss entfernte den Namen der vorherigen Airline, Air Liberation, und verzierte das Flugzeug stattdessen mit dem neuen Namen Freelandia. Moss wollte nicht noch eine kommerzielle Fluggesellschaft eröffnen, sondern einen günstigen Flugreiseclub. Mit einer Mitgliedschaft für 25 Dollar erhielten Clubmitglieder lachhaft günstige Flugtickets. Zum Beispiel kostete ein Flug von Los Angeles nach Newark, New Jersey, nur 87 Dollar. Fast zweimal weniger als ein gewöhnlicher Flug. Und auf einem Flug von Newark nach Miami konntest du mit Freelandia 70 Dollar sparen. Von Newark nach Hawaii war die Summe sogar noch höher, ca. 212 Dollar. Mehrmals im Monat konnten Clubmitglieder nach San Francisco, Brüssel, Chicago und Acapulco sowie in viele andere Städte fliegen. Wie war so ein niedriger Preis überhaupt möglich? Der Trick war, dass Freelandia als ein Flugreiseclub und nicht als kommerzielle Fluggesellschaft registriert war. So galten manche Standards für sie nicht und sie mussten die gewerblichen Gebühren des Civil Aeronautics Boards nicht zahlen. Aber das Beste an Freelandia war nicht mal der Preis. Nein. Sobald du das Flugzeug betreten hattest, fühlst du dich, als wärst du auf einer extravaganten Party. Einigen Passagieren zufolge war die Atmosphäre an Bord wie bei einer Stammesfeier. Während des Fluges durften die Fluggäste herumlaufen, trinken und Rockmusik hören. Überall im Flug gab es Schach- und Backgammon-Spiele und die Passagiere konnten sich auf riesigen Jeanskisten hinflätzen und ausruhen. Die Flugbegleiter trugen leuchtend violette Uniformen und ein Barett mit einer offenen Hand darauf, dem schwarz-weißen Logo von Freelandia. Wer schlafen wollte, konnte sich in bequeme Wasserbetten legen. Auf den Flügen gab es vegetarisches Essen, hausgemachte Suppen, organisches Brot und Käse sowie verschiedene Getränke, wie auch Wein und Bier. Das Ungewöhnlichste an der neuen Airline war allerdings, dass die Clubmitglieder jeden Monat über den Flugplan abstimmen konnten. Wollte ein Passagier beispielsweise nach Paris, brauchte er nur die anderen Clubber überzeugen, diese Route auf den Flugplan zu setzen. Immerhin hatte die Fluggesellschaft Landegenehmigungen für viele Orte, auch Kolumbien und Hongkong. Sie verhandelte auch mit Indien, Bali, Australien, Griechenland und der Türkei. Das ultimative Ziel von Freelandia bestand darin, seinen Clubmitgliedern Flüge um die ganze Welt für 300 Dollar anzubieten, die bei anderen Airlines mehr als 1.500 Dollar kosteten. Doch all der Schnickschnack half der neu gegründeten Airline auch nicht weiter. Zuallererst stiegen die Preise für die Mitgliedschaft drastisch, nachdem Kenneth Moss im Fernsehen auftauchte. Außerdem fingen die Leute an, unzufrieden zu werden. Kein Wunder, mehr als 85% der Flüge wurden gecancelt, weil nicht genug Kunden gebucht hatten. Darüber hinaus stieg der Preis für Kerosin nach der Ölkrise Ende 1973 ins Unermessliche, was so billige Flüge schlicht unmöglich machte. Freelandia musste 1974 schließen, nur ein Jahr nach seiner Eröffnung. Wenn du denkst, Freelandia war die einzige ungewöhnliche Fluggesellschaft, die jemals existierte, liegst du falsch. Die Hawaiian Airlines erlauben beispielsweise jedem Passagier, eine vorgepackte Kiste Ananas oder Papayas mit an Bord zu nehmen. Die einzige Bedingung ist, dass die Kiste nicht mehr als 4,5 Kilogramm wiegt und durch die Landwirtschaftskontrolle gegangen ist.
Und das ist noch nicht das Beste. Wenn du von Hawaii nach Nordamerika fliegst, ist das Mitnehmen deiner Obstkiste völlig kostenlos. Liebst du Komfort? Dann setze den Namen La Compagnie auf deine Liste. Das ist eine französische Fluggesellschaft, die jedes Recht dazu hat, ihre Flotte als innovativ zu bezeichnen. Die Gesellschaft bietet nur Business-Class-Flüge an, die aber immer noch billiger als bei der Konkurrenz sind. Der Heimatflughafen der Airline ist in Paris-Orly. Und solltest du jemals in einen Flug nach Newark, New Jersey steigen, wirst du positiv überrascht sein. Dein Sitz kann auf einen 175-Grad-Winkel verstellt werden und hat eine eingebaute Massagefunktion. Und du bekommst gratis ein antiallergenes Kopfkissen und Reiseset. Zur Krönung erhält jeder Passagier ein eigenes Tablet zur Unterhaltung während des Fluges. Du kannst es zum Nachrichten, TV oder Filme schauen, Bücher oder Magazine lesen oder Musik hören benutzen. Und wenn du Hunger hast, erwartet dich ein 4-Gänge-Menü. Los geht es mit einer Vorspeise, gefolgt von einem heißen Hauptgericht deiner Wahl, begleitet von einer Käseplatte und abschließend ein Dessert. Kurz vor der Landung wird dir ein Snack mit 3 süßen und 3 salzigen Komponenten angeboten. Also, ich bin dabei. Baltier Airlines, heute bekannt als US Global Airways, ist eine Fluggesellschaft, die in ihrer 29-jährigen Geschichte noch nie einen Flug absolviert hat. Sie wurde 1989 für den einzigen Zweck gegründet, um zu Sowjetzeiten von New York nach Riga und Leningrad zu fliegen. Wie auch immer, es ist 2019, die Sowjetunion gibt es nicht mehr und die Maschinen der US Global Airways bleiben noch immer am Boden. Die Airline ist 7-mal in Folge durch die nötigen Tests gefallen und es scheint nicht wahrscheinlich, dass die Flugzeuge je fliegen werden. All Nippon Airways Co. oder einfach ANA ist die größte japanische Fluggesellschaft, wenn wir nur über die Flottengröße reden. Aber deshalb ist sie nicht auf dieser Liste. Wenn du ein Pokémon-Fan bist, kannst du mit Themenjets von Tokio nach Paris und von Tokio nach Frankfurt fliegen. An Bord dieses bemerkenswerten Flugzeugs triffst du Flugbegleiter mit leuchtenden Pokémon-Schürzen, trinkst Saft aus einer Pokémon-Tasse und genießt die Gesellschaft gemalter Pokémons, von Pikachu und Togepi bis zu Mew und Snorlax. Entschuldigung, ich hab mich hinreißen lassen. Eine weitere Fluggesellschaft, die einen Narren an Comicfiguren gefressen hat, ist die taiwanesische Airline EVA Air. Im Gegensatz zu ANA scheint ihre Lieblingsfigur jedoch Hello Kitty zu sein. Eine Maschine in diesem Design wird deine Reise mit Sicherheit unvergesslich machen. Erstmals sieht das Flugzeug von außen bunt und süß aus. Außerdem erhältst du eine Hello Kitty Bordkarte. Die Flugbegleiter tragen Hello Kitty Uniformen, auf den Toiletten gibt es Hello Kitty Katzenstreu, ich meine Klopapier. Und vielleicht wird dir sogar ein Dessert in Hello Kitty Form serviert. Oh, und dein Burger hat einen süßen Kitty-Stempel. Miau. Diese Themenflugzeuge fliegen allerdings nur auf bestimmten Routen. Taipei nach Singapur, Taipei nach Paris und Taipei nach Chicago. 2015 bot Australiens größte Fluggesellschaft Qantas Airways ihren Erste-Klasse-Gästen Gear Virtual Reality Brillen als Unterhaltung für den langen Flug an. Du konntest eine 360-Grad-Ansicht der Qantas Lounge in Los Angeles, ein Video von einem gigantischen A380 aus nächster Nähe oder einen 3D-Einblick in den Kakadu-Nationalpark in Australien anschauen. Hey, wie wäre es, wir kommen einfach nur pünktlich dort an? Hä? Na, würdest du gerne mal in einem Freelandia-Flugzeug reisen? Verrat es uns in den Kommentaren! Bist du jetzt schlauer als vorher? Dann gib dem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden! Aber hey, warte mal, flieg noch nicht weg! Wir haben über 2000 coole Videos für dich! Schau dir noch ein weiteres spannendes Video an und bleib bei uns auf der Sonnenseite des Lebens!